mir, Lenny. Mein Geld. Ihr Geld. Hier haben Sie es. Na komm. Gehen wir. Es ist vorbei. Lieber 47. Wenn Sie diesen Brief lesen, bin ich vermutlich tot. Sie haben mich als Verräterin erschossen. Und Travis hat gewonnen. Überlassen Sie ihm nicht auch das Mädchen. Seine Abteilung hat ohne Wissen der Agency genetische Experimente durchgeführt, aus denen Victoria hervorging. Lassen Sie ihr die Wahl, die Sie nie hatten. Beschützen Sie Victoria und töten Sie Benjamin Travis. Epilogue. Absolution. Ja, Leute, das sieht mir so aus, als wäre dies das Ende eines meines ersten wirklichen Let's Plays. Sehr gut. Beginnen Sie mit der Exhumierung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was Sie sich davon erhoffen. Wir haben alles gründlich untersucht. Diana Burnwood ist an dem Tag gestorben. Wir haben die Polizei und die Autopsieberichte. 47 hat ihren Tod selbst bestätigt. Wir haben 47 schon öfter unterschätzt. Nein, die Sache stinkt. Burnwood kann ihren Tod auch nur vorgetäuscht haben. Sie würde sie mit links in die Irre führen. Ja, wie gesagt, das hier ist, this is the end. Diesmal wirklich. Und ja, ich weiß nicht so direkt, was die von mir wollen, aber das hier sieht richtig fett aus. Das will ich aber gar nicht verwenden, möglichst. Deswegen klettere ich hier mal durchs Fenster. So. Wie ist denn hier überhaupt die Lage? Klickers. Scheiße. Naja, lass mich mal eben kurz töten. Mir fällt gerade auf, dieser Spaß ist richtig hart gut. Aber darum geht's mir gar nicht. Die wollen anscheinend, dass ich... mich hier um ein paar Leutchens kümmere. Hoffentlich sehen die mich nicht. Zack, den nehme ich mal mit. Das wäre natürlich jetzt eine krasse Wendung, wenn die Frau, die ich da am Anfang gesnackt habe, jetzt das überlebt hätte. Unter anderem auch einfach, weil, what the fuck, 47 hat jemanden nicht getötet, obwohl er es wollte. Aber okay, ich guck mir das erstmal an. Ich muss einfach da hinten rein. So hört sich ein bisschen schwul an. Wenn ich mir da so ein paar Guys weghole. Sieht mir dafür. Wenn man es so sieht. Der Weg rechts rum geeigneter aus. Da ist einer. Und da ist einer.
Ich muss natürlich warten, bis sie sich beide nicht decken. Die stehen da beide hinter diesem Baum. Das interessiert wohl irgendwie gar keinen. Die Party, die die da hinten feiern. Geht voneinander weg. Wer kommt auf die Textur von dem Baum? Sieht eigentlich hässlich aus. Aber okay, das hätte ich nicht unbedingt aus der Nähe sehen müssen, um das sagen zu können. Ach, guck mal, ich kann nur einen haben. Gut, demnach klicke ich mich mal einfach hier lang. An der Uniform stimmt doch was nicht. Als ob, die Uniform ist doch voll in Ordnung. Gott. Immer sind die alle so misstrauisch. Ich finde, diese Sätze passen dazu einfach nicht. Mit meiner Uniform gibt es eigentlich überhaupt kein Problem. Süß, der Typ. Fast schon zu süß. Ich weiß. Kann ich irgendwo wen verstecken? Nee, ne? Jop, hoffen wir einfach mal, dass dich da keiner sieht. Aber... das habe ich doch ganz gut eingeschätzt, oder? Ich bin gerade durchaus so ein bisschen stolz auf mich. Schuss für diese Spaß, Alter. Die ist ja mal richtig OP gewesen. Gucke nicht nach links. Du willst das nicht? Ich weiß das doch, ich kenne dich. Hm? Links ist böse, ihr seid doch sowieso alle rechtsradikal. Oh Gott. Alter. Warum? Eben nicht da lang gegangen. So, die Geister drehen sich wieder um. Ich hoffe, ich muss das Schloss nicht knacken. Doch. Ich kenne den. Muss ich natürlich. Wenn ich Glück habe, kann ich den hier ruhig stellen. Während die Mädels da hinten sind und... unser Guardian nicht hinguckt. Nee, da kommen wieder... kommt wieder die Clique. Zieh mich am besten mal hier rüber. Falls sie die Leiche doch finden, wäre ich hinter dieser Statue wohl nicht so gut beraten, wenn ich mich da verstecke.
Und wenn der Kerl sich gleich hinter dem Beet befindet und die Clique wieder abgezogen ist, werde ich dem wohl mal das Licht ausknipsen. Und leg den in dieses kleine Kistchen. Wäre ja auch zu schön, wenn ich mir einfach eine Maske über den Kopf ziehen könnte. Aber so ein Verkleidungskünstler scheint Dingsbums ja nun auch wieder nicht zu sein. Vollpfosten. So, die brauchen da hinten noch ein bisschen, dann kann ich hier das eben knacken. Ich denke mal, ich mache hier draus. Lass mich halt nicht sprechen. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist Ihre Chance. Nutzen Sie sie. Oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabrede. Wen genau muss ich überhaupt eliminieren? Die Frau! Was hat die mir denn getan? Diana. Ja, Jade. Ich habe mein Versprechen. Die steht da rum. Durchaus, die Frau habe ich gefunden. Nur habe ich kein klares Schlussfeld auf die. So, was soll ich jetzt mit Jade? Jade eliminieren. So ein Scheiß. Hey, was geht? Hey, was geht? Hast du mal gesehen, wie eine Hyäne ein verwundetes Tier umkreist? Jade weiß, dass Travis erledigt ist. So wie ich das sehe, wartet sie nur darauf, ihm den Rest zu geben. Was kann ich mich denn... Das ist doch das dümmste Versteck ever. Na, ich guck mich hier mal um. Nach guten Killmöglichkeiten. Ich denke ja ehrlich gesagt nicht, dass die sich hier hochgesellen wird. Sonst könnte ich das einfach hier scharf machen. Wie viele Forscher haben wir? Muss mir wohl nicht so viel Sorgen machen, ne? Ne, da chillt nur einer rum. Die hat gerade einen Durchweg genommen. Müsste aber gleich wieder funktionieren. Sehen Sie zu, dass es tut. Ich gehe auf dem Hügel in Position. Melden Sie sich, wenn Sie die Leiche haben. Meine Wachen feuern auf alles, was sich bewegt. Die Frau wird jetzt sterben. Jo, ich gehe jetzt mal mit der in eine dunkle Ecke. Wisst, was läuft. Und ich bin der Köder. Sei doof. Also. Dieser Bereich ist sauber. Wir rücken weiter vor. Nee, hat jetzt doch nicht so geklappt, wie ich es wollte. Shit. Aber noch ist nicht alles verloren. Was kann das? Das. Ah. I see what you did there. Aber dazu hole ich mir am besten mal das C4. Hey Bros. Die erinnern mich so ein bisschen an die Bösen aus Half-Life 2. Ich
weiß nicht, ob es wie es im Half-Life. Ne, gar nicht Half-Life 2, Half-Life 1. Diese Soldaten. Ich habe ja so ein bisschen dieses Black Mesa gespielt. Also so ein bisschen kenne ich davon, aber so ein Half-Life-Veteran bin ich definitiv nicht. Jetzt dreh dich mal um, Alter. So. Alles sauber. Das Zivil liegt gut. Okay. Nun, jetzt würde ich sagen, abwarten und Tee trinken. Oh shit. Ist da jemand? Gehen Sie einfach raus und halten Sie die Hände so, dass ich Sie sehen kann. Der Typ hat sich. Gut, der hat sich nicht mein Zivil gesnackt. Das ist gut, dann kann diese Frau gleich tragisch verunglücken. Durch eine tragische, unglückliche Explosion, ne Mann? Bei uns ist alles klar. Bei uns? Sind wir Freunde? Wenn du mich anfasst, breche ich dir den Arm. Okay, ich nehme das mal als Nein. Peace, Bruder. Du bist echt voll korrekt. Mann, immer diese Ärzte. Ich fühle mich wie bei Grey's Anatomy. So, meine Dame. Wenn Sie nun bitte den Tunnel betreten würden. Ups. Ganz in der Nähe. Das ist genau wie in der guten alten Zeit, als wir Aufständische in Afghanistan gejagt haben. Ja, die gute alte Zeit. So, das war ja ganz einfach. Eigentlich. So interessiert ihr ja eigentlich gar nicht, was ich hier so mache. Deswegen. Cooles iPad. Verpiss ich mich jetzt hier lang? Der hat gar nichts mitgekriegt. Hey Jungs, was macht ihr denn da? Es interessiert auch niemanden, dass ich vom Tatort weglaufe. Und dann bin ich direkt weg. Ganz einfach. Wer sind die? Travis und Pretoriana. Höchste Alarmstufe. Schließt die Reihen und schießt auf jeden, der sich nähert. Wenn ihr wirklich die Besten seid, könnt ihr es jetzt beweisen. Oh. Someone's about to die. Hey ho. Eins, zwei. What? Also wirklich. Wie viel hältst du denn aus? Ja, die waren die besten, was Rüstung angeht vielleicht. So, die habe ich nur aufgenommen, damit ich die mal aufgenommen habe.
Puh. So, dann wären wir auch beim letzten Kollegen. Nehme ich gleich mal noch eine mit. Ich bin's. Ich bin der von der Spurensuche. Ich untersuche den Mord an ihnen. Ja. Hey ho! Was geht ab? Diese Verkleidung sieht so blöd aus. Sie sind so ein verblödeter Wichser. Sie wurde geschaffen, um zu töten, genau wie Sie. Es wäre einfach nur perfekt. Sagen Sie es mir. Ist sie wirklich tot? Diana. Haben Sie sie umgebracht? Das werden Sie nie erfahren. Werden wir das auch nie erfahren? Boah, Leute. Jetzt kommt die Auflösung. Aber die soll... müsste doch tot sein, oder? Diana. Tu, was du tun musst. Großartige Arbeit 47. Das Geld wurde auf Ihr Konto überwiesen. Willkommen zurück und vielen Dank. Ups. So war das also. Ich gehe mal auf weiter. Ich denke mal, jetzt kommt der Abspann. Na, noch nicht ganz. Wer sind Sie? Wollen Sie das wirklich wissen? Ich kann helfen, ihn zu finden. Wenn der Preis stimmt, natürlich. So geht so ein langes Let's Play zu Ende. Mein erstes Let's Play. Und ja, ich kann sagen, es hat Spaß gemacht. Gerne mal. Es war nervtötend, gerne mal. Es war schwierig, gerne mal. Und es war eine gute Erfahrung, das mal zu machen. Ich muss sagen, das war jetzt nicht das beste Spiel, um es zu Let's Playen. Das habt ihr vielleicht gemerkt. Und ich habe es auch eher so als Testlauf gemacht. Anfangs, aber ich hatte mehrmals überlegt, es einfach abzubrechen, aber ich habe mir gedacht, nein, das ziehst du jetzt durch, du willst nicht so einer sein, der hier ständig irgendwann anfängt und das dann nicht weitermacht. Ja. Auf jeden Fall, ich war zufrieden mit dem Spiel. Ich war natürlich jetzt vielleicht an manchen Stellen weniger auf die Story fixiert, weil ich halt dieses Let's Play gemacht habe. Aber die Story war an sich in Ordnung, auch wenn es irgendwie viele Charaktere eher erst am Ende wirklich irgendwie in den Schwerpunkt gekommen sind. So zum Beispiel dieses Mädchen, das hat ja vorher praktisch gar keinen Text gehabt. Das hat einfach nur immer in die Kamera geguckt oder war gar nicht bei Bewusstsein. Und dann am Ende, ja, wird die halt so nochmal so als sehr wichtig dargestellt und manche der Charaktere habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, was sie überhaupt für eine Rolle spielen in diesem
Universum, was sie da haben. Zum Beispiel dieser Dexter und so. Ich habe ein bisschen gebraucht, um richtig mitzukriegen, was der eigentlich ist, was der da macht, wer da eigentlich die Bösen sind und so. Und ja, ich fand's aber sonst ganz gut. Es war recht gut inszeniert. Im Vergleich zu Dishonored, was ich zum Beispiel letztens durchgespielt habe, waren da inszenierungstechnisch immer mal wieder so ein paar Lücken, wo man durchaus bessere Übergänge, ein bisschen mehr Text und sowas hätte reinbringen können. Das war jetzt in Hitman, hat mich das nicht gestört. Zum Beispiel die letzte Szene war in Ordnung für eine Endszene. Auch wenn dann natürlich immer diese Unterbrechung von diesen Weiterbildschirmen war. Aber an sich fand ich das ganz gut. Es gab vom Gameplay her gab es in dem Spiel viele Möglichkeiten. Es gab aber gerne mal auch einfach sehr einfache, offensichtliche Möglichkeiten, solche Sachen zu meistern. Wo wir wieder zum Schwierigkeitsgrad kommen, wo es manchmal einfach richtig einfach war und immer mal wieder einfach kaum zu meistern, ohne seinen Spielstil treu zu bleiben. Aber ich war zufrieden. Auch wenn diese Schwierigkeitskurven, die mir dann hier gegen Ende immer mal wieder ein Bein gestellt haben, da waren. Aber hey, was willst du tun? Was willst du tun? Und ja. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen war das eine sehr gute Erfahrung. Es war ein Let's Play, was in Ordnung war. Ich meine, anfangs, die ersten Folgen waren ja hier, die konnte man sich ja nicht so ansehen, finde ich. Wo ich aber finde, dass ich mit der Zeit immer noch kein guter Let's Player bin, aber zumindest mich verbessert habe im Vergleich zu den ersten. Und mir so ein paar Kniffe hier angeeignet habe. Aber sonst, ja. Ich habe hier natürlich auch immer wieder Pausen gemacht zwischen den einzelnen Sachen, die ich hochladen konnte. Das liegt unter anderem daran, dass ich unglaublich lange brauche, um sowas hochzuladen. Das kennen bestimmt einige von euch auch. Das ist einfach so ein Part, der vielleicht nur 15 bis 20 Minuten dauert, gerne mal 4 Stunden Uploadzeit in Anspruch nimmt bei einer Leitung wie meiner, so einer 16.000er Leitung. Also das dauert immer, dann fühle ich mich auch immer noch verantwortlich für Thumbnails, also für die Bilder, die dann am Ende haben werden in der YouTube-Anzeige. Das war wieder mal eine Sache, musste ich mich mit GIMP auseinandersetzen, kostenloses Programm zum Bilder bearbeiten. Das hat gedauert, bis ich das richtig rausgekriegt habe. Deswegen haben viele der Parts keine Bilder und so, der ganze Scheiß. So bin ich aber mit der Zeit immer besser geworden. Ich meine, dieses Let's Play besteht ja praktisch seit dieser Kanal besteht. Ja. Das war schon immer, ist immer schon eine ganz schöne Arbeit und auch Zeit, die man dafür in Anspruch nehmen muss. Zum Beispiel darf man auch nicht vergessen, dass jeder dieser Parts, der nach der Aufnahme locker 100 GB aufweisen kann, immer noch gerendert werden muss, was dann auch wieder eine halbe Stunde mindestens dauert. Manchmal, okay, mindestens ist vielleicht übertrieben, aber locker eine halbe Stunde in Anspruch nehmen kann, was dann auch wieder den Computer auslastet, kann man wenig nebenbei machen. Und so weiter und so fort. So ist Let's Play eine ziemlich aufwendige Sache. Aber naja, ich will mir jetzt gar nicht, ich will mir hier gar nicht euer Mitleid einholen, ich will nur sagen, ja, ne, Let's Playen ist schon eine Arbeit. Arbeit im Sinne von schwierig, so kraftaufwendig, zeitaufwendig. Nicht im Sinne von YouTube-Money. Ja, so verabschiede ich mich für mein Let's Play. Das ist jetzt, glaube ich, Folge 30 oder so schon gewesen. Also 30 Parts, das war auch ein sehr langes Spiel, muss ich sagen. Das hätte um einiges kürzer sein können. Aber hey, gute Spiele sind gerne mal lang.
Also, deshalb verabschiede ich mich dann für dieses Let's Play, für dieses große Projekt. Und ich schaue mit erhobenem Haupt in die Zukunft und sehe da so Content wie natürlich GTA 4 und sowas. Wahrscheinlich werde ich mich auch noch mit der Assassin's Creed-Reihe beschäftigen. Da wird definitiv noch was kommen. Wenn nicht von den früheren Teilen, dann Unity, dem neuen Teil, der kommen soll. Den habe ich übrigens schon vorbestellt. Also sollte Ubisoft es hinkriegen, eine gute PC-Portierung zu machen, anders als bei Watch Dogs, was überhaupt nicht lief anfangs, dann werden wir uns definitiv darauf freuen können, dass da Content kommt. Vielleicht auch mit mehreren Leuten im Koop. Also ich denke mal, Koop werde ich mit Basti auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht werden wir da auch noch was bringen mit dem lieben Kabun HD, der ja auch immer mal wieder auf unserem Kanal war. Und ja, ich würde sagen, während hier die während hier der Abspann läuft, verabschiede ich mich für mein erstes Let's Play. Diesmal nun wirklich. Ich sage tschüss, bis dann, euer Tillmann.